Assassin's Creed Brotherhood, ich und eine gute Tüte Popcorn, das ist doch immer wieder schön mit einzusehen und zu schmecken und zu hören. Hoffe ich doch zumindest, dass meine Stimme jetzt nicht so klingt wie eine kleine piepsige Maus. Okay, das ist keine Maus, das ist eher ein Ding. Das ist. Das ist aber noch immer noch besser als Timmer! Aber das mache ich nicht. Dafür bin ich viel zu erwachsen, viel zu advanced. Könnte man meinen. So, der hat Geld, das ist mir eigentlich scheißegal. Der führt uns direkt zum nächsten Ziel. Das ist wundervoll. Ja, das ist immer ein riesiges Risiko, genau. Ein riesiges Risiko. Oh, eine Truhe. Ein seltener Fund. Alle Borgia-Verbrecher in die Hölle schleifen. So, der Typ muss umgebracht werden. Ja, wa wahrscheinlich ist es irgendwie ein spezieller Informant, aber ist es eine Frau? Habe ich gerade eine Frau umgebracht? Wenn ja, also, es war nicht meine Absicht. Achso, das hat gar nicht mal hier was reduziert. Achso, ich habe den Zivilisten umgebracht. Ach, ich bin so ein Depp. Okay, auf der anderen Seite ist das ganze Klamauk hier. Ich bin immer noch ein nicht gern gesehener Gast. Das ist nicht gut. Dass ich das erkannt habe. Okay, die muss ich besiegen, damit es hier weitergeht. So, auf dass er mich so schnell nicht mehr belästigt. So sehen die Leute aus, die wir umbringen müssen. Nicht anders. Wer ist da? Ich grüße euch auch. Ezio! Ich hatte mein Weib erwartet. Irgendwie überrascht mich das nicht. Die verfluchten Franzosen setzen uns zu. Erzählt mir vom General, Rassismus. Diesem Baron de Valois. Cesare überzeugte König Ludwig, ihm eine ganze Armee zu leihen, um mich zu besiegen. Das schmeichelt mir. Wo kann ich ihn finden? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich Valois am Kragen habe. Ach so, voilà. Valois spricht er sie sich aus. Näher zu kommen. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Schließt die Tore! Bene, vielleicht könnte ich etwas Hilfe gebrauchen. Also, die drei Tore verriegeln, wir sollen keinen Schaden. Ach, oh Gott, das ist diese Survival-Mission da, die ich auf jeden Fall nicht bestehen werde. Ezio, schließ das Tor! Ja, schon verkackt. Macht nichts, wir wiederholen es nicht. Da gibt es auch wieder einen ganz speziellen Trick, wie man hier gut vorbeikommt. Ja, indem man einfach hier den ganzen
den Kombo-Marathon überhaupt. Ich hätte hier eher eine Kombo-Mission draus gemacht, aber gut. Oder einfach darauf achten, wer einen gerade angreift. Ja, ich habe keine Zeit dafür. Ach so, das Tor habe ich geschlossen, Mist. Ja, ich schließe ja gleich das Tor. So. Das leichte Kampfsystem würde so viel mehr möglich machen. Verteidige den anderen Eingang! Hat noch nicht ganz gereicht. Alviano, êtes-vous prêt à vous rendre? Warum kommt ihr nicht näher und fragt das? Ihr solltet Französisch lernen. Es könnte eure barbarische Natur verbergen. Dann bringt es mir doch bei. Ja, das Französische ist eh nicht schlecht. Ich könnte euch das Kämpfen lehren, von dem ihr so wenig versteht. So unterhaltsam das Palaver auch sein mag, ich verlange eine bedingungslose Kapitulation vor Sonnenaufgang. Ha! Meine liebe Bianca, flüstert sie euch ins Ohr. Ich glaube, eine andere Braut würde widersprechen. Mio marito vi ammazzerà tutti. Ich töte dich, vor tutto francese. Ganz ruhig um eures Weibes willen. Ihr kennt die Bedingungen. Kommt beim Tagesanbruch unbewaffnet ins Lager. Und übt ganz schön Französisch. Bald wird es in ganz Italien gesprochen. Na warte, Pezzo di merda, figlio di puttana! Ich mir grad vor. So, jetzt soll ich hier auf dem Pferd reiten, das ist auch wieder sehr toll. Genau deswegen hat man sowas wie Zollkontrollen eingeführt. Oder Grenzkontrollen. Damit solche Überfälle eher weniger den Tag bestimmen. Ich
Okay, jetzt greifen die hier wieder. Jetzt renten die hier wieder rum. So, genug des Ganzen. Den Körper aufnehmen. Einfach weiterreiten, los. Das ist ihr Lager? Du stiehlst deines Mannes Weib und versteckst dich in deiner Festung? Du hast nichts zwischen deinen Beinen. Nichts, nur ein tiefes Loch. So tief bis hinab ins Maledetto Inferno. Was hilft es ihr, wenn ihr sterbt? Wir formieren uns und greifen das Tor an, wie damals im Arsenale. Am Eingang sind mehr Franzosen als in den Straßen von Paris. Dann klettern wir über die Mauern. Die sind unüberwindbar. Penthesilea wüsste, was zu tun ist. Das wissen auch die Deutschen aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich gehe im Morgengrauen und hoffe, dieser Feigling wird ihr Leben verschonen. Perché non ci ho pensato prima? Sag dich doch. Ruft eure Männer zur Kaserne. Ich erkläre es dort. Ich hoffe, ihr habt einen Plan. Folgt mir! Okay. Erobern wir hier einfach mal geschwind die Turmspitze und holen uns den Checkpoint, den Punkt da, den wir dann synchronisieren können. Was eigentlich relativ sinnlos ist, weil wir werden wahrscheinlich nochmal hier zurückkehren. Okay, wir haben keine Medizin. Nun ja, begeben wir uns zum nächsten Ziel. Aber zuvor müssen wir was fürs Image tun. Ja, okay, der Part ist mal wieder vorbei, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao, haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie.